Das Herzogtum Bayern hat es schon nicht leicht. Ständig sterben ihm die Herrscher weg und jetzt klopft auch noch das nachbarliche Herzogtum Tirol an die Tür und will hier Herzog Otto III. Von Bayern den Krieg erklären für das Herzogtum Bayern. 5 Jahre ist alt, er hat nicht lange regiert, wird wahrscheinlich auch nicht lange regieren. Er hat 1000 Truppen momentan und wir haben ein bisschen mehr Truppen. Das heißt, wir werden ihm jetzt gleich mal den Krieg erklären und schauen, dass hier ein schönes zusammenhängendes Land entsteht, worauf man dann auch ein bisschen stolz sein kann. Bevor wir das aber machen, haben wir noch einen Titel zu entziehen, und zwar hier drüben. Der Graf Siegfried von Kempten hier trägt noch den Titel der Grafschaft von Kempten. Und er war ja ein Mitverschwörer, der sich gegen uns aufgelehnt hat. Es hat nicht geklappt. Leider für ihn natürlich, jetzt ist er eingesperrt und wir werden ihm den Titel aberkennen. Die Grafschaft von Kempten, er kann nichts dagegen tun. Es ist auch keine Tyrannei. Jetzt bekommt er hier sein weißes, altes Hemd wieder übergestülpt und wird für den Rest des hoffentlich kurzen Lebens im Kerker sein Dasein fristen. Da wird das Hemd gleich nochmal ein bisschen dunkler. Genauso wie es auch den anderen, dem Kuno und Graf Albrecht auch schon ergeht. Genauso muss es sein. Und hoffentlich ist er ein abschreckendes Beispiel auch nochmal für alle anderen, die überlegen, hier dieses Herzogtum Tirol entsprechend teilen zu wollen. Gut, okay, haben wir sonst noch was zu tun? Genau, wir müssen jetzt natürlich die Grafschaft hier oben abgeben. Ich sehe gerade, die Grafschaft ist aber schon ganz gut ausgebaut hier. Uiuiui, ein Weiler mit 0,8 Steuern. Bollwerke für die Reiterei. Und Steuern und dann nochmal die einfachen Weiden. Voll ausgebaut schon. Bin am Überlegen, ob wir dann nicht vielleicht Geißenhausen. Ja, Frontenhausen nicht, da kommen wir her. Aber Geißenhausen abgeben. Ich weiß, eigentlich wollte ich nur hier drüben Augsburg entsprechend weghaben. Und Bayern und Tirol selber halten. Aber dahingehend, dass das jetzt so gut ausgebaut ist, würde ich jetzt einfach mal eine Ausnahme machen. Und wir werden Geißenhausen abgeben und uns Kempten behalten. Da sind die Boni einfach viel zu gut. So, jetzt gucken wir mal hier rein. Wir werden dieses Mal auch ein bisschen auf die Vasallenhaltung aufpassen. Bürgermeister Wignand. Der Bürgermeister Wignand von Kaufbeuren. Der ist hinterlistig. Nein, der bekommt das nicht. Können wir nicht eigentlich an unseren Sohn auch was vergeben? Der müsste doch hier auch eigentlich auftauchen, oder? Dann könnte der, wenn unser Sohn, der ja demnächst erwachsen wird, der hat schon 6 Verwaltungspunkte, also der ist schon mal besser wie der Papa und kann dann vielleicht eine Domäne sogar selber halten. Und ich sehe auch, er ist vernarbt, offenbar ist er verwundet worden und bekommt jetzt ein bisschen mehr Prestige und Anziehung. Ein richtiger Rabauke hier. Meine Güte, er wird auch demnächst erwachsen. 22. September. Oh, das ist ja fast. In ein paar Tagen. Okay, dann bekommst du jetzt hier... Dann bekommst du ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk. Du wirst damit der Graf von Geißenhausen hier drüben. Er hat die Vasallenhaltung höfisch. Aha, Hofämter überlassen findet er ganz gut. Titel erschaffen findet er gut. Festmahl findet er gut. Niedrige Geburt, Titel vergeben findet er schlecht. Heiraten in niedriger Geburt ist schlecht und Erben enterben auch. Na gut, also, das heißt, du bekommst den Grafschaftstitel. Er wird aktuell zu unserem Vasall und wenn wir dann mit ihm weiterspielen, dann werden wir als erstes mal natürlich den Haarschnitt anpassen, aber auch schauen, ob wir nicht dann sogar 4 Domänen selbst halten können. Und Kempten gehört jetzt erstmal uns. Wir warten jetzt mal noch einen Monat, bis sich das hier wieder beruhigt hat. Was? In 12 Monaten wird das erst aktiv? Nee, das müsste jetzt dann gleich aktiv werden. Und wir haben einen Rivalen. Wer war das jetzt hier? Gräfin Richenza war eine Rivalin von uns oder ist eine geworden? Gräfin Richenza von Zupfen. Was ist das denn für eine Provinz? Gemahlin von Graf Otto V. von Zupfen. Wo ist denn Zupfen? Grafschaft von Zupfen. Zupfen.
hier oben. Okay, Leute, ich glaube, wir haben schon wieder einen neuen Ausgangspunkt für ein neues Let's Play gefunden. Gnizno lässt grüßen. Der Name ist ja fantastisch. Zupfen. Da brichst du dir schön mal die Zunge, wenn du hier Zupfen fünfmal hintereinander aussprichst. Wunderbar. Also Zupfen hier oben, ich werde mir das mal merken. Aber noch ist nicht die Zeit. Jetzt müssen wir uns erstmal um unser Herzogtum kümmern. Die gute Dame hier oben ist offenbar sauer, weil wir vielleicht das ein oder andere Mordkomplott durchgeführt haben und das bekannt geworden ist. So, damit ist jetzt erstmal alles erledigt, denke ich mal. Habe ich den Kollegen? Ist der jetzt im Gefängnis? Ja, genau. Also alle sind im Gefängnis, nicht in Hausarrest. Das ist auch gut. Das heißt, wir werden jetzt Bayern hier oben den Krieg erklären. Oh, den Krieg erklären, 1500. Hat der nochmal gezaubert und sich jetzt 500 Einheiten geholt? Oh, das ist natürlich jetzt schlecht. Wie sieht es bei unserem Bündnispartner aus? Graf Friedrich von Ravensburg hier drüben. Der hat 600, das heißt, da wären wir bei 1800. Notfalls noch Söldner dazu. Oh, der hat aber eine schlechte Meinung von uns. Oh, Verlöbnis gebrochen. Hat Verwandten ins Verlies geworfen. Ei, Mörder. Ja, der ist nicht gut auf uns zu sprechen aktuell. Ja, ich gebe dir jetzt keine Kohle, aber ich fürchte, der macht nicht mit hier. 85%, wenn wir jetzt noch 12 Monate warten. Ja, komm, wir probieren es mal. Vielleicht macht er ja doch mit und dann gucken wir einfach mal. Notfalls können wir uns immer noch Söldner holen. Wo hat der denn jetzt plötzlich die 500 Truppen her? Hat der sich nochmal Kriegsvolk geholt? Es sieht fast so aus. Kann ich mir noch Geld holen? Deaktiviertes Gebäude. Ein Bündnis mit Graf Timo. Ja, können wir mal machen. Auch wenn uns das jetzt so rein für den Krieg nichts bringt. Und die Bande ändern muss jetzt auch nicht sein. Ich würde mal ganz kurz warten, ob jetzt die Gebäude sich wieder aktualisieren. Zumindest dann in einem Monat hoffentlich. Und der Timo wird erwachsen. Sehr schön. Ausbildung endet. Graf Timo wird ein annehmbarer Unterhändler. Oh Gott, zwei Punkte. Eieieiei. Naja, da hätte ich aber schon ein bisschen mehr gehofft, dass da rauskommt. Aber so ist es halt mal. Na gut, so. Er fühlt sich geehrt, er wird mich einen Verbündeten nennen und hoffentlich auch noch ab und zu Papa. Das wäre sehr nett. Ne? Man will da schon vielleicht auch mal Papa genannt werden. So, im nächsten Monat wird es reaktiviert und dann wird Krieg erklärt. Hoffentlich nimmt sich Bayern nicht noch einen Verbündeten. Das Druckmittel gegen Gräfin Richenza, unsere Rivalin, ist ausgelaufen. Das ist schade, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich versucht, noch irgendwas zu machen. So, und jetzt geht's Richtung Bayern hier. Oh, 1600, das wird ja immer mehr. Ah, der füllt jetzt seine Truppen auf, gepanzertes Fußvolk hier oben. Eieieiei. Das heißt, wir bräuchten eigentlich, aber er hat keine Kohle mehr, das ist schon mal gut. Das heißt, wir bräuchten dann eigentlich leichtes Fußvolk, das wir kontern können. Wir hätten noch Platz. Jetzt ist die Frage, ob wir uns... Oh, wir können auch stationieren. Jetzt ist die Frage, ob wir uns leichtes Fußvolk noch holen. 100 Stück oder 200 Stück. Das wären dann wahrscheinlich so 90 Gold. Dann könnten wir zumindest die Hälfte seines gepanzerten Fußvolks kontern. Nochmal erhöhen. Und der Rest muss dann aber hier für Söldner ausgegeben werden. 180, die sind alle angeworben schon hier oben. 200 kostet uns das. Notfalls. Ja, wir brauchen die Söldner auch. Wir brauchen die. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. So, wir werden mal stationieren. Und zwar einmal das gepanzerte Fußvolk. Wir haben nur noch Platz hier vorne. 3,2. Wir werden uns daher für das leichte Fußvolk entscheiden. Das hier vorne reinkommt in Kempten. Bringt uns sehr wenig. Hier unten würde es mehr bringen. 2,5 und 4. Wir werden mal das ersetzen hier unten. Und die Pikeniere kommen hier rüber. Damit unser leichtes Fußvolk hier einen besseren Bonus bekommt.
Ah, es könnte jetzt noch mal knapp werden hier, wenn uns der Papst vielleicht noch mal so 100 Gold pumpen würde. Momentan sieht das aber noch... Ich hatte schon 1800, eieiei. 1800, meine Güte. Ah, das wird nicht einfach. Wir haben jetzt 1300. Unser Ratsmarschall ist schon auf Armee organisieren. Da geht nicht mehr. Und dann werden wir mal warten, dass wir hier unser Fußvolk auffüllen. Nein, jetzt hat er ein Bündnis mit Amstetten. Wo ist denn Amstetten? Amstetten hier drüben. Hat nochmal 200. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Die könnten wir relativ schnell abfangen, wenn die dann hochlaufen. Puh. Jetzt will er es aber nochmal wissen hier. Also er ist ja hier mit seinen 6 Jahren, ist er ja am gefährlichsten von allen bisherigen Herzogtümern. Herzögen hier. Ekelhaftes Tier, ein Wolf von Brixen. Mein Vasall, der für seinen Hang zur Weidmannskunst bekannt ist, bringt Gerüchte über Tier mit. In meinem Reich wurde das gesichtet. Ich höre Viehgeriete aus Brixen. Brixen war hier unten, richtig? Hier. An den Alpen. Es heißt, dass eine üble Bestie die örtlichen Dörfer terrorisiert. So, Bestiensichtung für 3 Jahre. Da könnte man jetzt diese spezielle Jagd ausführen. Ich würde sagen, für 3 Jahre. Jetzt, wenn wir den Krieg relativ schnell beenden, könnte man noch eine Jagd veranstalten. Wie teuer ist diese Jagd? 120 Gold. Also jetzt natürlich nicht. Aber das wäre ganz schön. Dann könnte man nämlich... Wir können ja mal kurz reinschauen, ob das auch so ist. Dann könnte man nämlich... Oh, es ist keine legendäre Sichtung offenbar. Das ist schade. Ich dachte eigentlich, man bekommt jetzt hier die Chance auf eine legendäre Jagd, aber das ist nicht der Fall. Das heißt, dann ist es doch noch nicht so relevant. Gut, ich denke mal, dass es andere Events noch gibt, wenn man dann in diese Region reist. Erhöht einfach die Erfolgschance einer Jagd, genau. Müsste man hier unten dann entsprechend einreisen. Gut, aber wir wollen ja jetzt Krieg führen. Das ist das Wichtigste. Wir warten, bis unsere 200 Truppen voll sind. Das dauert jetzt noch 2-3 Monate. Oh, wir bekommen 100 Steuern. Ah, Graf Meginhard, ich liebe dich. Also im übertragenen Sinne jetzt natürlich. So, Petition. Hör mal auf, ständig die Petition hier zu bringen. Ich mache eine Petition, wann ich es für richtig halte, dass eine Petition gemacht werden soll. Unser alter Feind, der Kuno von Nordheim, ist in unserem Gefängnis verstorben, offenbar. Das ist, oder war das der Siegfried? Nee, das müsste der Kuno sein. Ne? Das war der in Innsbruck. Der ist jetzt verstorben hier. Einer der 3 Rebellanten ist schon im Gefängnis verstorben. Das macht gar nichts. Ich werde ihm keine Träne nachweinen. Und stattdessen warten wir auf unser Fußvolk. So, einfache Weiden wurden in Kempten gebaut. Die wurden noch von unserem Vorgänger beauftragt, offenbar. Sehr schön. Eine Fraktion wurde schon wieder gegen uns geschaffen. Was ist denn los? Wieso seid ihr so unzufrieden? Ein Bauernpöbel. In 50 Monaten können die ein Ultimatum stellen. So, und jetzt ist auch noch unser alter Feind, der Siegfried, verstorben. Siegfried von Norden. Es geht aber schnell. Ich dachte, die würden ein bisschen länger die Annehmlichkeiten unseres Kerkers hier genießen. Aber leider nicht. Leider nicht. Sehr schade. Ich hätte sie gerne auch leiden gesehen. So, 200 Truppen hier drin. Und jetzt gucken wir mal hier rein. Er hat das Bündnis 1800. Das heißt, wir müssen uns Söldner holen. Und werden dir jetzt den Krieg erklären? Das Herzogtum Bayern gehört rechtmäßig zum Herzogtum Tirol bzw. zum Herzog Heinrich von Innsbruck. Dies ist meine offizielle Kriegserklärung. So, wo heben wir denn unsere Truppen aus? Wahrscheinlich gehen wir direkt zu ihm dann, oder? Wir könnten mal probieren, dass wir einer Konfrontation komplett aus dem Weg gehen.
Aber wir müssen hier auf den Bündnispartner dann aufpassen, auf Amstetten. Wobei Amstetten ist der aktuell im Krieg? Nee. Er ist nur belagert momentan. Na gut, also wir heben unsere Truppen auf. Das dauert 4 Tage. Wir holen uns Söldner. Ich will hier kein Risiko eingehen. Oh, die Söldner sind wieder da. Sehr schön, die günstigen. Und es ist auch noch leichtes Fußvolk. Fantastisch. Sehr schön. 182 Gold. Und ich würde mal sagen, im Zuge dessen, dass hier der Name Kompanie des Hutes lautet, würde ich die jetzt auch rekrutieren. Die haben sich das verdient. Wer sich so einen betröppelten Namen ausdenkt, der darf auch angeworben werden. 182 Gold. So, und dann gehen wir jetzt direkt hier hoch. Wir haben jetzt 2400 und können ihn hoffentlich gleich erwischen hier. Anführer ist momentan, ja, Graf Otto III. Von Brixen kann hier rein. Wo hat er seine Truppen? 1800, da oben sind die. Versuch gleich ihn zu erwischen. Verteidigung einer Furt. Vielleicht können wir diesen Malus noch umgehen. Bleiben Sie stehen, hören Sie auf, davon zu laufen. Das Ende ist unausweichlich, mein Guter. Sobald Verteidigung kommt, dann machen wir das mal. Oh, da bleibt er stehen. Bringt uns jetzt ganz viel, weil jetzt hat er überhaupt keinen Vorteil. Oh, wie er einfach davonläuft. Wie kann denn der da noch davonlaufen jetzt hier? Bleiben Sie stehen. So, ein einäugiger Anführer. Feindlicher Befehlshaber ist der Gerd Niklotit. Wir können noch ein Verlöbnis arrangieren. Wer fragt hier an? Man weiß es noch nicht. Er ruft offenbar seinen Bündnispartner. Hat er den gerufen? Doch, er hat den Bündnispartner gerufen. Ich sehe ihn aktuell nicht, wo der ist. Aber vielleicht kann der seine Truppen gar nicht ausheben, weil er belagert ist. So, also der Verbündete tritt bei. Dann benachbarter Herrscher gewann Krieg. Hier geht es um Schwaben. Können wir denn... Wir bräuchten eigentlich unseren Bündnispartner gar nicht, aber mich würde mal interessieren, ob der jetzt mit den minus 40 mitmachen würde. Ah, natürlich nicht. Minus 15. Meinung ist minus 40. Also das ist ja ein Lump. Ein Hoderlump, sagt man in Bayern. Das heißt, wir haben gleich mal einen Erzfeind hier, unseren Bündnispartner, der momentan Teil von Schwaben ist. Und Richtung Schwaben wollten wir ja sowieso mal marschieren. 1100. Ah, 1400. Ui, der ist noch stark. Schwaben muss dezimiert werden. Herzog Rudolf muss erstmal entfernt werden. Damit hier der Berthold von Helfenstein rankommt. Und dann sollte auch Schwaben kein Problem sein. Wir haben aktuell keinen Anspruch auf Schwaben. Das wäre dann nur ein Anspruch, wenn unser Sohn den erben würde. So, wir haben noch jemanden gefangen genommen, der Meginhard von Ravensberg. Jetzt habe ich den gleich gefangen genommen. Ich dachte, das wäre der Bündnispartner. Also, wir gehen zurück nach Regensburg. Wir können uns noch um ein Verlöbnis kümmern. Hier soll ein Verlöbnis arrangiert werden. Ruprecht von Zeringen und unserer Tochter. Wer bist du denn hier? Herzog Hermann von Kärnten. Hatten wir diese Anfrage nicht schon? Die kommt mir so bekannt vor. Kärnten. Ich habe ja keine Lust jetzt hier... Hä, auch nicht matrilinear. Das kannst du gleich mal knicken. Auch wenn du ein guter Bündnispartner wärst. Aber Kärnten steht ja auch noch bei uns auf der Liste. Deswegen werden wir dich nicht zum Freund haben wollen. So, wir stellen uns mal hier nach Regensburg und werden Regensburg belagern. Wölfe versetzen Brixen in Angst und Schrecken. Ja, vielleicht, dass wir doch noch eine kleine Jagd machen. Was ist das? Ein schlangenhafter Budai hat die niedrige Haltbarkeit. Das heißt, wir müssen das Artefakt nochmal reparieren. Das sieht ja noch gut aus hier. 20 Jahre. Was ist denn da dann schlecht? Kostet 25 zum Reparieren, das sparen wir uns noch. So, und die Belagerung hier oben dauert, ach du meine Güte, 3 Jahre dauert die Belagerung hier oben. Das kannst du doch nicht, also das können wir doch nicht machen. Da hole ich mir doch nicht Regensburg, da hole ich mir doch dann Rotenburg oder so und Ingolstadt. Und nochmal einmal hier unten kämpfen und komme dann auch auf 100%. Das macht überhaupt keinen Sinn. In Rotenburg brauchen wir 250 Leute.
Die werden abgestellt. Und mit ein bisschen Überschuss. Und der Rest geht hier nach Innsbruck und kümmert sich um den Lümmel, der hier versucht, unsere Reichsstadt zu belagern. Habe ich jemanden, der belagern kann aktuell? Oh Gott, ich habe so viele Leute, aber keinen Belagerungsmeister. Die sind mal wieder, wie so oft, Mangelware. So, hör auf, davon zu laufen. Ich werde ihn jetzt trotz Bergverteidigung angreifen. Vielleicht haben wir Glück und wir erwischen jemanden ganz wichtigen. So, ein neuer Vorzug im Ränkespiel. Das müsste jetzt hier der hier unten sein. Genau, ein doppelt geschmiedetes Komplott. Wir können jetzt ein zusätzliches feindseliges Komplott ausführen. So, jetzt kommt es hier unten zur Schlacht. Und mit Bravour zerlegen wir seine Einheiten hier. Oh, unser Ritter wurde von Gottfried erschlagen. Na gut, ein bisschen Schwund ist immer. Unser Ritter wurde von Gott... Oh Gott, was ist denn mit dem Gottfried los? Was ist denn hier? Bürgermeister Rothard wurde auch noch verwundet. Was ist denn mit dem Gottfried hier los? Was ist das denn für ein Berserker? Du meine Güte. Ach du meine Güte, sage ich da nur. Der hat uns ja jetzt hier drei gute Ritter verletzt oder erschlagen. Na gut. So, 45%. Wir können uns ja auch gleichzeitig noch nach Ingolstadt stellen. Mal gucken, ob die 600 jetzt rüberlaufen zu den 300. Es sieht fast so aus. Hier oben brauchen wir 200, 300 Leute. Auch hier lassen wir ein paar zurück. Und gehen nochmal auf Jagd. Er versucht sich hier schon wieder reinzudrücken. Seht euch das an. Die KI, ne? Was die sich nicht immer alles ausdenkt. So, 50% sind fast 100%. 81% jetzt hier in Rothenburg. Dann geh du mal nach Passau rüber. Ach, ist das schön. Ist das schön, dass wir hier demnächst auch das Herzogtum Bayern unser eigen nennen dürfen. Eine finstere Nacht kann die Schatten in den Gängen meiner Festung wahrlich zum Leben erwecken. Das gefühlte Risiko ungebetener Besucher steigt mit jedem unbewachten Winkel, den ich entdecke. Wenn ich schon allein derart viele Schwachstellen erkenne, dann stelle man sich nur vor, was mehrere Personen mit einer ähnlichen Sicht auf die Dinge erreichen könnten. So, eine Gruppe Agenten anheuern für 50 Gold. Wir würden Anspannung bekommen. Wir müssen bei Anspannung aufpassen. Wir sind bei 95. Wir müssen unbedingt eine Jagd jetzt dann ausführen zur Feier der Übernahme. Oder Grafschaft von Innsbruck erhält verbesserte Verteidigung. Na gut, ich hoffe mal auf das Beste. Ne? Ich hoffe mal, dass unser Ratsspitzel ganz gut in der Abwehr von Komplotten ist. So, ein bemerkenswerter Gast ist eingetroffen. Ist das gleich jemand, der uns hier ans Leder will? Man weiß es nicht. So. Bleiben Sie stehen, jetzt hören Sie auf, davon zu laufen. Widerstand ist zwecklos. Würden die Burg sagen. So, wir lassen dich mal hier reinlaufen. Nach Passau. Es ist allgemein bekannt, wie sehr Höflinge Intrigen und Komplotte lieben. Dies könnte ich zu meinem Vorteil nutzen. Wenn ich dafür sorge, dass meine Höflinge einander misstrauen und untereinander zanken, fehlen ihnen Zeit und Ressourcen, gegen mich zu intrigieren. Boah, will ich aber ehrlicherweise nicht. Ne? Ludolf und der Gepard Ratsspitzel und ein Gast von uns. Ja, wir würden 100 Ränkespiel bekommen, 83% oder 5 Jahre Hofspitzel für Komplottwiderstand. Das wäre mir jetzt aktuell sogar lieber. Oder 350 Prestigepunkte und Ränkespielpunkte. Wir holen uns die Prestigepunkte. Und wir verprügeln die 240 Truppen hier oben. Ich müsste mehr mit meinen Druckmitteln machen, Mensch. Ich müsste mehr mit meinem Druckmittel machen hier. Das ist wieder eins, das verfallen ist. Sehr schade. Gut, dann werden noch 2 Leute verkauft für 30 Gold. Gegen die Bürgermeister habe ich keinen Beef, das ist kein Problem. Wir haben die 100% erreicht und damit ein wunderschönes Herzogtum Tirol geschaffen. Jetzt müssen wir natürlich überlegen,
welcher Titel unser Haupttitel wird. Also ob wir mit dem Tirol-Titel weiterspielen oder mit dem Bayern-Titel oder ob wir uns was Eigenes überlegen. Für heute ist erstmal Schluss. Es war sehr erfolgreich. Ich habe sehr viel verplappert, Zeit verplappert. Ich weiß, ich lasse mich immer sehr leicht ablenken. Aber es war erfolgreich. Und ich glaube mal, dass wir jetzt die nächsten ein, zwei Folgen gar keinen Krieg führen und das Ganze mal etwas zelebrieren und zumindest ein bisschen Anspannung abbauen. Das heißt, Geld investieren in eine Jagd, vielleicht hier unten in Brixen. Und wer weiß, vielleicht finden wir dort einen großen Wolf, der uns als zukünftige Dekoration im Thronsaal dienen wird.